Namaste, Namaste, salut zusammen, grüezi miteinander. Mittwoch, 7. Februar 2024 und damit noch bis heute Mitternacht Early Bird Tickets für Landquart erhältlich, deutlich vergünstigt unter info@männerpraxis.ch oder unter megaschweizer.ch mit Bestellformular dort sogar. Ja, schön seid ihr bei uns. Ihr seht, ich bin zum ersten Mal draußen. Es ist wesentlich kühler geworden. Ihr seht, der Himmel ist nicht einfach nur mit knallender Sonne gezeichnet. Ihr seht, in den Bäumen, es windet etwas auch und darum mal ein kleiner Szenenwechsel. Ja, der zweite Teil, der erste Teil war ja letzten Mittwoch Kommentar, der 35., jetzt schon der 36. Und da sieht man, wie man älter wird. Man beschließt einfach mal so einen Mittwochskommentar und zack, ist man schon 36 Wochen später oder mehr als ein gutes halbes Jahr. Älteres ging ja darum, Südafrika wählt, Teil 1 und jetzt Teil 2. Ich habe den benannt, The Good, The Bad and The Ugly, nach dem gleichnamigen Filmtitel von Sergio Leone, 1966. Abgedreht mit Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eddie Wallach. Vielleicht haben ihn ja der eine oder die andere gesehen. Man nannte das früher Spaghetti Western. Also gehen wir doch rein in diesen Mittwochskommentar. Das letzte Mal, als Südafrika, der einstige Wirtschaftsmotor am Kap der guten Hoffnung, an einem solchen Scheideweg stand wie diesen Frühjahr vor den Wahlen, war Ende der 80er Jahre. Nelson Mandela stand vor der Freilassung nach jahrzehntelanger Haft. Die Apartheid war so gut wie am Ende. Die Ungewissheit über die Zukunft des Landes aber entsprechend groß. Der Wirtschaftsplaner und Analytiker Clem Sunter, mit großem Einfluss, später CEO der Gold- und Uran-Division der Anglo-American Corporation, skizzierte zwei Zukunftsszenarien. Er nannte sie The High Road and The Low Road. Ich übersetze jetzt trotzdem, obwohl das ja für sich selbst spricht, die hohe Straße und die tiefe oder die Abgrundstraße. Im High-Road-Szenario wird das Ende der Apartheid friedlich verhandelt, eine gemischtfarbige Regierung frei gewählt und eine neue demokratische Verfassung implementiert. In der Low-Road-Szenerie wird abgerechnet. Es herrscht Bürgerkrieg, blutig, alles wird verstaatlicht. Menschen und Kapital verlassen fluchtartig das Land. Den Rest nennt man Geschichte. Südafrika hat sich, auch dank Präsident Frederick de Klerk und Nelson Mandela, für die High Road-Variante damals entschieden. Aber das ist bald 35 Jahre her und die High Road ist zu einer schlecht gewarteten Straße mit gefährlichen Schlaglöchern geworden. Oder man muss schon fast sagen, verkommen. Kann sie saniert werden, zerfällt sie langsam weiter vor sich hin oder biegt jetzt Südafrika direkt in die Low Road ein? Diese Szenarien kann man analog zum Sergio Leone-Film mit Clint Eastwood aus den 60er Jahren mit The Good, The Bad and The Ugly gleichsetzen oder bezeichnen. Die folgenden Zeilen sollen auch eine einfache sogenannte SWOT-Analyse Südafrikas sein. SWOT, S steht für Strengths, also für Stärke, W für Weakness, für Schwäche, O für Opportunities, für Möglichkeiten und T für Threats, Bedrohungen oder Gefahren. Beginnen wir positiv mit dem Szenario The Good. In diesem Szenario regieren die Verfassungstreuen. Südafrika hat in der Tat eine der besten und fortschrittlichsten Verfassungen weltweit, datierend aus dem Jahre 1996. Die Gesetzestreuen regieren und diejenigen, die für eine aufgrund der Möglichkeiten Südafrikas realistisch starke und faire Wirtschaft eintreten, die bereit sind, die tiefe Korruption als Wippernest zu eradieren und für entsprechende Reformen einzustehen. Als stolze Demokratie
baut Südafrika mit Partnern Beziehungen auf, die gleiche Werte teilen, und es wird dadurch auch wieder zu einem interessanten Investitionspartner weltweit. Reformen braucht es insbesondere im Energie- und Bildungssektor, im Transportsektor sowie bei Justiz und Polizei und ganz speziell beim Service Public. Das alles kann erreicht werden mit einer Regierungskoalition mit verschiedenen Parteien, mit oder ohne dem ANC, dem African National Congress, die aktuelle Regierungspartei natürlich. Mit dem ANC ja, wenn Präsident Cyril Ramaphosa endlich gewillt ist, die Partei vor Korruption und Nepotismus zu befreien und auf Verfassungs- und Justizlinie zu bringen, anstelle nur als wandelnder Sekundenkleber zwischen den zerstrittenen Flügeln des ANC zu wirken. Dazu würde auch gehören, seinen Vorgänger Jacob Zuma, die Inkarnation von Korruption und organisierter Kriminalität, endlich und dezidiert, aber bestimmt aus der Partei zu verweisen. Übrigens, 79% der Südafrikaner würden sich eine Mehrparteienregierung wünschen. Bleibt zu hoffen, dass sie sich am Wahlwochenende daran erinnern werden. Zweitens, Szenario The Bad. Im The Bad-Szenario schafft der ANC die 50%-Hürde nicht mehr, kann also nicht mehr alleine regieren. Er tritt deshalb in eine Koalition mit den EFF, den Economic Freedom Fighters, unter dem Präsidenten Julius Juju Malema. Die Partei der EFF ist eine, zumindest an der Basis, tief marxistische Partei, die für das sogenannte RET steht, R-E-T, Radical Economic Transformation, im Klartext ihre Forderungen. Enteignung sämtlichen privaten Landbesitzes, insbesondere weißen Farmlandes, ohne Entschädigung und Kompensation. Verstaatlichung aller größeren Firmen, insbesondere Banken, Energie- und Telekommunikationsfirmen. Das würde zu einer Entwicklung wie im Nachbarland Simbabwe und teilweise Venezuela führen, mit folgenden Konsequenzen. Massive Einschnitte in die Nahrungsmittelversorgung und Sicherheit des Landes Südafrika. Kapitalflucht. Flucht gut ausgebildeter Menschen. In Simbabwe sind sehr viele Menschen geflohen, aber nicht die, die keine Bildung hatten, sondern die, die mit einer guten Bildung. Und die gab es einst in Rhodesien und in Simbabwe. Zusammenbruch der Währung mit Hyperinflation und möglichem totalen Währungsverlust. Es gibt in Simbabwe keine eigene Währung mehr. Man kann mit Rand bezahlen, aber ungern gesehen. Am liebsten haben sie US-Dollars. Kollaps der Wirtschaft. Kollaps der medizinischen Versorgung und damit dramatische Verkürzung der Lebenserwartung. In Simbabwe ist diese Lebenserwartung seit der Jahrtausendwende um die Hälfte gesunken. Man stelle sich das einmal vor. Und last but not least, Hybridstruktur zwischen brutaler Staatsgewalt und Anarchie. Da im ANC nicht wenige eine solche radikale Transformation durchaus zugeneigt sind, wäre eine solche Koalition fatal. Malema würde zudem das Amt des Vizepräsidenten beanspruchen. Er ist ein Dompteur und André de Ruyter, der zurückgetretene Chef der ESCOM, des staatlichen Elektrizitätsnetzwerkes, hat gesagt, wer Malema nicht ernst nimmt, begeht politischen Suizid. Viele, inklusive der hier Sprechende, fragen sich, wäre es nicht besser, der ANC würde 50,1% erreichen, damit einen weiteren herben Denkzettel kassieren, aber könnte in den nächsten 5 Jahren sich wirklich den versprochenen Reformen zuwenden, auch in der eigenen Partei. Irgendwie ist dieser Wahlausgang wie die Geschichte zwischen Pest und Cholera. Aber schauen wir noch das Szenario The Ugly an. The Ugly-Szenario würde bedeuten, es bleibt alles beim Alten. Status quo. Der ANC erreicht ein ähnliches Wahlresultat wie 2019, etwa 7,58%, und sieht sich dadurch bestätigt, bleibt aber in sich tief gespalten und in eigene Grabenkämpfe verwickelt, die tatsächlich nicht selten für die Betroffenen im Grab enden. Er blockiert dadurch dringend nötige Sanierungen bei Strom, Transport,
Eisenbahnen vor allem, Häfen, Polizei und Bildung. Der Rand entwertet sich schleichend weiter, neue Investitionen bleiben aus, alte gehen zurück, Jobs gehen dadurch verloren oder entstehen erst gar nicht, die Kriminalität steigt, der private Sektor schmilzt, nicht zuletzt wegen der allgegenwärtig historisch bedingten Rassismuskarte. Oder er wird in die Korruption mit einbezogen, wie mit gewissen schrecklichen Verträgen, die wir in den letzten 3 Jahren kennengelernt haben. Bref, die Ökonomie und das ganze Land mit ihr schreiten auf einem anämischen, blutleeren Pfad dem Abgrund langsam weiter entgegen. Fazit: Zimbabwe, vormals Rhodesien, hat allen, deren Herz auch nur ein bisschen für Südafrika schlägt, gezeigt, wohin eine solche Reise gehen kann. Von 5000 produktiven Farmen, Zimbabwe galt als die Kornkammer Afrikas, auch liegt es auf einem leichten Hochplateau, auch klimatisch hervorragend. Von diesen 5000 Farmern wurden um die Jahrtausendwende im Rahmen einer sogenannten Landreform 4500 kompensationslos enteignet. Die Besitzer hatten 30 Tage Zeit zum Packen und Verschwinden. Ansonsten wurden sie vertrieben oder getötet, Frauen und Töchter vorher entsprechend behandelt. Der Grund war, Mugabe war unter Druck von seinen Kriegsveteranen, die den Krieg gegen für die Unabhängigkeit gekämpft hatten. Die waren nicht mehr zu gebrauchen, wie leider sehr oft Soldaten, die lange im Krieg waren. Und er versprach ihnen Farmen, Farmen und Wohlstand. Und was dabei herauskommt, sehen wir. Farmen, die über 3, 4 oder mehr Generationen prosperierten und auf denen viele Arbeitende in Lohnbrot und Unterkunft mit ihren Familien oft auch über Generationen lebten. Diese standen heim- und brotlos da, denn die Farmen wurden in den seltensten Fällen als Farmen mit Nahrungsmittelproduktion weitergeführt, sondern an politisch gleichgesinnte, sogenannte Fat Cats, der Regierung verteilt, die sie entweder bis zum letzten Lavabo plündert, diese haben sie dann ins Ausland verkauft oder auf Schwarzmärkte, oder zu Liebesnestern umtransformiert. Landwirtschaft ist heute ein logistisches Geschäft, technisiert und digitalisiert mit Marketing und der Erschließung neuer Abnehmer oder sogar neuer Märkte. Man kann nicht auf eine Farm kommen und gleich mit Farmen beginnen, nach dem lutheranischen Motto: Hier stehe ich und kann nicht anders. Rhodesier waren übrigens Rhodesier und jetzt Zimbabwer. Ungeachtet der Hautfarbe und keine Briten, denn man empfahl, den sonnen- und naturverwöhnten weißen Farmern ins neblig kalte und für sie in keiner Weise mehr erschwingliche Großbritannien abzuhauen. Das ist in etwa so, wie wenn man Inuits, also Eskimos, empfehlen würde, in der Sahara Iglus zu bauen. Zwei Fragen bleiben mir zum Schluss. Wann wird man auch unsere Bauern in Europa so behandeln? Und zweitens, wird die Menschheit je fähig sein, so etwas an sich Banales wie die Hautfarbe zu überwinden? Ich zweifle mehr und mehr daran. Für die Wahlen im Mai in our beloved South Africa falte ich schon mal meine Hände zum Gebet. Nkosi sikelelel i Afrika. Gott schütze Afrika. Das soll's gewesen sein. Amandla. Ameitu, alle Macht dem Souverän, also dem Volk. Schön, dass ihr bei uns wart. Mein Name Marco Kaimi, meine Zielgruppe die Aufgeweckten, die es werden möchten und bleiben sollten. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video. Es würde mich sehr freuen. Bleibt uns gewogen. Man sieht sich sehr bald. Saliminant und Dankeschön.